Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen bei den Frankenzockern. Ich bin der Fluchtzwerg und wir bauen heute mal ein paar Etagen noch oben auf dieses Gerät hier drauf und schauen mal, dass wir hier ein bisschen mehr Bevölkerung in unsere Stadt reinbekommen. Zum einen, es wohnen schon sehr viele hier drin. Zum anderen möchte ich allerdings auch die Stadt allgemein ein bisschen mehr mit Bevölkerung ausstatten, weil wir wahnsinnig viele offene Stellen haben und das auf Dauer nicht gesund ist für uns. Und ich versuche auch, das von der Höhe her so hinzubekommen, dass die auf einem Level sind, dass die Skybridge nicht so blöd aussieht wie hier. Schaut ein bisschen hardcore so aus. Aber kriegen wir bestimmt hin. Das mit diesem, mit dieser Achterbahn hier oben finde ich irgendwie total geil. Ja, ich glaube, das geht als gute Attraktion durch und erzeugt auch ein bisschen Geld hier. Ist auch relativ gut ausgelastet hier. Ja doch, kann man lassen. So, aber wir bauen hier unten jetzt erstmal weiter. Und das freut alle, dass hier ein Riesenturm entsteht und die nur noch Sicht auf Turm haben. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Was habt ihr für Probleme? Warum sind denn die alle kaputt krank, ey? Ist die voll? Nee, ist Luft ohne Ende. Medizindrohnen haben wir auch einen ganzen. Diagnose, Fortschritt, na, schnelle Diagnose. Okay, doppelt so schnell wäre cool. Ja. Wir bräuchten irgendwie eine Unistadt. Wenn sich da einer von den Community-Mitspielern hier wirklich hervortun möchte, dann baut mal bitte eine Uni. Wer auch immer von euch. Das wäre voll geil, wenn hier irgendjemand eine Uni bauen würde, weil damit wird es funktionieren. Und ich möchte keine zweite Stadt claimen, um eine Uni zu bauen, weil das habe ich ja selber gesagt, jeder kriegt nur eine Stadt in diesem Let's Play. Da will ich ja mit gutem Beispiel vorangehen. Das heißt, wenn jemand noch Platz in seiner Stadt hat, um eine Uni zu bauen, das wäre richtig, richtig toll. Und der würde mir fürs Let's Play unglaublich helfen. Also wenn sich jemand da ein Herz für in Not leidende Zocker, Franken, Zocker, Fluchtzwerge, wäre schon nett, wenn ihr so eine Uni bauen würdet. Wäre voll super. Naja. Kriegen wir schon irgendwie hin. Zur Not, ihr wisst, es geht irgendwie, geht alles und zwar immer. Kriegen wir alles hin. Hier entstehen auch kleine Häuser. Omega-Fortschritt, okay. Gar nicht Omega. Warum ist hier kein. Was? Gibt's hier kein Omega? Skybridge. Und hier haben wir die Marktetage und die ist. Ja, doch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die haben wir dann. Wie hier ist es drüber? Ne, das ist das gleiche Höhe und da drüber ist nochmal eine Apartment-Etage, okay. So, dann kommt hier nochmal eine rein. Und je mehr Leute wir hier natürlich auch in der Stadt haben, desto mehr Verkäufe gehen natürlich hier auch in der Stadt. Unsere ganze Wirtschaft floriert, weil eben die. Durch die ganzen verfügbaren Jobs konnten die ganzen, ja hier, unsere ganzen Geschäfte nichts verkaufen. Die machen natürlich jetzt wieder wahnsinnig Plus. Und die wollen natürlich jetzt auch mehr Omega haben. Oh ja. Aber es wird schon irgendwie. Wir haben immer noch ein Finanzpolster von 10 Millionen. Das sollte uns eigentlich erstmal glücklich machen. So, was haben wir denn hier? 1,4 bringt es. Aber ich will eigentlich gar keine neuen Jobs schaffen, sondern höchstens vielleicht mal einen pro Gebäude. Das wäre in Ordnung. Aber mehr muss dann nicht sein. So, jetzt müssen wir erstmal hier dieses Skybridge wegreißen, weil sonst kommen wir da in Bedrängnis. Brandstifter. Ah.
brauchen wir diese Brandstifter. Die Dinger sind randvoll. Ah, mittlerweile ist unsere, ja, unsere Jobnachfrage auch wieder auf ein echt normales Maß abgesunken. Das finde ich super. So, Service. Skybridge. Und die ist jetzt, so wie ich das sehe, auch auf gleichem Niveau. Das sollte passen. Okay. So, was ist mit denen hier? Komm, zahlt Omega. Ihr wollt doch auch Omega. Nehmt's euch. Komm, nehmt euch Omega. Das ist jetzt nicht so, dass ihr damit eine lebenslange Verpflichtung irgendwie eingeht, Omega zu beziehen. Aber holt euch Omega. Ihr wollt's doch auch. Mann. 40 Minuten Busverspätung. Ja, da würde ich mir auch überlegen, ob ich mit dem Bus fahren würde. Verrückt. Hey, wunderbar. Dann bauen wir gleich die nächste Etage oben drüber. Natürlich wieder eine Apartment-Etage. Und jetzt kommt die Skybridge hier. Zack, zack. Passt. Sitzt, wackelt und hat Luft. Die verbinden wir so. Die ist so verbunden. Die können wir eigentlich auch nochmal hier rüben dran verbinden. Warum auch nicht? Je mehr Verkehr in der Luft, desto weniger am Boden. Ist natürlich auch alles jetzt sehr schön vernetzt über die Autobahn hier. Geht auf jeden Fall was. So, können wir hier mittlerweile schon was oben drauf bauen? Warum ist denn bei euch bei der Arbeit? Okay, jetzt schaut es ganz gut aus wieder. Überfall im vollen Gang. Okay, es kann also sein, dass wir auch noch Polizisten brauchen. Okay, was brauchen wir unbedingt? Jetzt lasst uns doch mal schnell, bevor wir jetzt da uns irgendwas draufsetzen, wo sind denn hier Probleme? Strom. Strom ist nicht gut. Wasser passt. Müll? Was? Seid ihr irre? Ja, jetzt aber ran an die Arbeit. Mach euch Beine, ich sag's euch. So, das schaut gut aus. Okay, dann können wir jetzt wohl, können wir mal gucken. Also wir können eigentlich so ziemlich alles nehmen, aber am sinnvollsten wäre wohl Tourismus. Ja, das ist jetzt natürlich. Puh. Ich bin jetzt eigentlich fast für so ein Reklame-Dings. Steigert die Einnahmen der Markt- und Büroetagen. Okay, wollen wir nicht. Steigert die Zufriedenheit der Bewohner beim Besuch. Finde ich jetzt eigentlich ganz schön. Regionaler Bonus. Steigert die Einnahmen der Tourismusdachetagen zusammen. Bla bla bla. Steigert die Einnahmen der Tourismus. Ja, okay. Dann machen wir die Stufenpark-Dachanlage hier oben drauf. Gut. Der nächste Megatower fertig. Und jetzt glaube ich, kommen wir nämlich zu dem Problem, das ich eigentlich vermeiden wollte. Wir können hier diese Handelszentrale nicht verrutschen. Das bedeutet, wir müssten uns jetzt überlegen, was wir tun. Und auch den Busbahnhof können wir nicht verrutschen hier. Ja, weniger schön. Nicht genug Omega. Haben wir so wenig Omega? Gibt's doch gar nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt wesentlich mehr Bevölkerung als vorher. Und ja, haben unsere Unterbeschäftigung fast halbiert. Also doch, würde ich sagen, in der Folge und auch in den letzten haben wir echt einen guten Schnitt gemacht, möchte ich meinen. Von daher, ja, warum nicht? Warum nicht? Passt schon. Das mit dem Megatower und den Skybridge, das finde ich ja doch schon sehr angenehm. Das finde ich toll. Ist auch die Hölle los, muss man sagen. Steigert unsere Bevölkerung jetzt weiterhin? Wie schaut das eigentlich aus? Ja, hier waren wir auf unserem Niedrigststand. Und dann ging es immer weiter in die schwindligsten Höhen hinauf. Verkehrstechnisch. Ja, die wollen alle rein. Ja, okay, rein ist gut. Wie weit geht denn das? Ja, geht schon ein bisschen bis zum Horizont. Und hier? Hier ist eigentlich normaler Verkehr, also da ist jetzt nicht so die Welt los.
Ja gut, mit dem Verkehr, wir kommen eigentlich doch relativ gut hier rum. Ich meine, dass da hier so viel los ist, dass so viele zum Arbeiten hierher kommen, finde ich natürlich schon cool. Pendler von außerhalb sind jetzt nicht wenige. Das ist jetzt eigentlich nur positiv für unsere Stadt, dass so viele von außerhalb kommen, um hier ihrer Arbeit quasi nachzugehen. So, wenn wir jetzt. Ne, wir können nicht Omega irgendwo aufgeben. Das ist Quatsch. Sobald wir Omega irgendwie. Ruhe ist schon fast voll erschöpft. Ist auch eigentlich. Ja, da müssen wir uns echt mal überlegen, welche von diesen Dingern eigentlich noch Sinn machen. Das sind die Omega-Produktionslinien. Okay, was hängt hier mit dran? Auch nicht viel. Die machen ja fast gar nichts mehr. Und der macht de facto hier eigentlich gar nichts mehr. Das heißt, den können wir schon mal wegmachen. Was ist bei euch? Du bist eigentlich auch schon unnütz. Solange noch ein bisschen was kommt, lasse ich mir das ja eingehen. Aber wenn gleich beide im Eimer sind, dann brauchen wir die nicht mehr, die Dinger. So, da haben wir schon mal ein paar dran. Ja, der kann auch weg. Ja, da wird noch gut gefördert, zumindest. Zum Teil, der kann weg. Der kann weg. Der kann weg. Der bleibt noch. Na gut. Also so langsam kriegen wir da schon mal ein bisschen was von diesen umweltverschmutzenden Teilen hier raus. Fördert auch noch ein bisschen was. Was sind wir denn hier oben? Hier oben geht schon ein bisschen mehr. Okay, eigentlich sind die Dinger auch fast alle aufgebraucht. Nö, 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 das war's. Aber vielleicht ist dadurch ein bisschen weniger Dreck jetzt in der Luft. Ein bisschen. Nicht viel, aber vielleicht ein bisschen. Nicht genug Omega. Naja, okay. Geld schaut wieder ganz vernünftig aus. Wie schaut's hier aus? Ja, das mit den Lieferungen war auch mehr Witz als alles andere. Ah, da stecken unsere ganzen Omega-Lieferungen fest. Ja, hier ist schon ein bisschen Eifel los, kann das sein? Ja, Freunde, 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 wir können halt auch nicht überall Omega produzieren. Das ist echt schon ein bisschen blöd so. Wobei, irgendwann ist diese ganze Produktionsgeschichte sowieso mal am Ende. Und dann kann man sich überlegen, ob wir nicht hier dann noch eine Straße durchziehen, direkt hinter den Fabriken lang, wenn die eh nicht mehr auf diese Förderbänder angewiesen sind, und dann einfach noch eine zweite Reihe Omega-Fabriken mit Weltmarktlieferungen machen. Wäre vielleicht so eine Idee. Aber momentan hält sich's doch eigentlich ganz gut. Auch wenn natürlich. Ich glaube, das Smog hier, der hier wegzieht. Naja, gut, ist ein bisschen arg viel. Ist ein bisschen arg viel. Ja, okay. Was hast du? Resozialisiert hat? Okay. Ich will gar nicht wissen, was diese Richterdrohnen eigentlich tun. Ach du Schande. Jetzt geht's ja richtig rund hier draußen. Was ist denn da hinten los? Ich habe doch eigentlich gesagt, da sollen nicht mehr so viele hin. Oder? Fünf. Sind aber de facto Tausende.
Also hier haben wir 0 von 29. Hier machen wir omega-technisch gar nichts. Dann lassen wir mal einen darüber fahren. Hier haben wir viel mehr Kapazitäten eigentlich. Und hier hinten geht auch wenigstens ein bisschen was. Dann machen wir es mal so. Holen wir mal aus. So, mit den Megatowern sind da noch alle happy. Mehr oder weniger, das passt. Reicht mir persönlich aus. Na gut, dann war's das wieder für diese Folge und ich danke fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, ja, drückt unten auf den Abo-Button, schreibt mir einen Kommentar oder gebt mir aber einen Daumen. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Bis dahin, euer Fluchti, ciao.